Geldscheine sind mittlerweile echt ziemlich robust. Wenn du, wie ich, auch schon mal aus Versehen einen Zehner mitgewaschen hast, weißt du das. Aber bei mehr als 26 Milliarden Euroscheinen im Umlauf passieren auch mal schlimmere Missgeschicke. Das mussten auch die Eltern eines dreijährigen Kindes kürzlich feststellen. Der Dreikäsehoch hat nämlich mal eben Papis Geldbörse in die Mikrowelle gesteckt und eingeschaltet. Und so sieht das Portemonnaie jetzt aus. Zum Glück gibt's ja noch die Bundesbank. Die ersetzt nämlich grundsätzlich kostenlos beschädigte Banknoten und Münzen. Vorausgesetzt, sie wurden nicht vorsätzlich zerstört und es ist noch mehr als die Hälfte der jeweiligen Banknote vorhanden. Hier im Analysezentrum der Deutschen Bundesbank werden solche Fälle bearbeitet. Wenn nur ein kleiner Teil einer Banknote beschädigt ist, geht es manchmal sehr schnell und dauert nur wenige Sekunden. Aber manchmal ist es ziemlich schwierig und dann dauert's lange. Zum Beispiel, wenn es um sechsstellige Antragssummen geht, die geschreddert wurden oder stark verbrannt sind oder eben in der Mikrowelle gelandet sind. In mühevoller Kleinarbeit werden die Scheine dann rekonstruiert. Für besonders aufwendige Fälle können die Mitarbeiter einen digitalen Assistenten einsetzen, der dabei hilft, die Geldschnipsel wieder zusammenzusetzen. Der sogenannte E-Puzzler. Eine weltweit einzigartige Technologie. Im besten Fall kann die ganze Summe zurückerstattet werden. Ob der Knirps noch mehr Experimente an der Mikrowelle durchgeführt hat, ist übrigens nicht bekannt.